Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich hoffe, die Kamera ist nicht so schief, weil es sieht von hier so aus. Auf jeden Fall sitze ich gerade vor meinem Schminktisch, denn ich habe mir letztens von IKEA diesen Schminktisch geholt. Das ist der Hemmes Schminktisch. Wenn ihr mal ein Video zu meinem Schminktisch sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Heute geht es aber nicht um diesen Schminktisch, sondern um Musical.ly, denn ich werde euch heute zeigen, wie ihr ohne Hände bei einem Musical.ly auf Slow-Mo shotten könnt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, ihr werdet es gleich sehen und dann versteht ihr es auch. Und ja, ich rede wieder schon viel. Gefallen euch die Musical.ly-Videos, stimmt auf jeden Fall oben rechts bei dem E-Mit ab und ja, los geht's! So Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen anders hingesetzt, weil ich denke, so ist es ein bisschen besser. Ich gehe mal auf Musical.ly. Ich gehe erstmal auf Musical.ly. Auf jeden Fall braucht gerade Musical.ly ein bisschen. So Leute, ich werde das Ganze jetzt so machen, dass ich euch zuerst erkläre, wie das Ganze geht. Und danach werde ich auch ein Musical.ly machen. So, nämlich, nein, ich will kein Lied. Ich habe mir schon einige Lieder ausgesucht und die habe ich auch privat so mal gespeichert. Ja, jetzt nehme ich zum Beispiel dieses Lied. Und halt nach diesem So Back to What I Was Saying will ich das halt in Slow-Mo haben. Dafür gehen wir auf jeden Fall zuerst auf Kamera. Dann gehen wir hier auf Slow-Mo. Das Blöde ist bei Slow-Mo, dass es nur eine Außenkamera gibt. Also es gibt keine Innenkamera, also man kann es nicht so erzustanden. Auf jeden Fall ist es das einzige Blöde. Da ihr auf jeden Fall überhaupt auf das Slow-Mo geht, müsst ihr euch den Text merken. Und den Text auch zum Beispiel, bei mir ist es jetzt So Back to What I Was Saying. Und ihr müsst den Text kennen und auch den Text. Und ich übe das jetzt mal. Back to What I Was Saying. Damit man euch sieht. Und jetzt, wenn ihr das Ganze umdreht, könnt ihr euch ja selber nicht sehen. Das ist aber kein Problem. Nämlich stelle ich immer ein Glas hier hin. Ich werde es euch nachher nochmal zeigen. Dann stelle ich diesen Spiegel, also es ist sehr gut, wenn ihr einen Spiegel habt, der steht, so hin. Da kann ich mich selber auch in diesem Spiegel sehen, auch wenn mein Handy so. Ich glaube, ich zeige es euch lieber, anstatt für euch voll zu labern und ihr versteht einfach nichts. So habe ich das jetzt gemeint. Hier habe ich einfach irgendetwas hingestellt, dann mein Handy und dann mein Spiegel, damit ich mich hier eben sehen kann. Und so nehme ich das Ganze dann auf. Also ich gehe dann zurück natürlich und mache dann halt meine Bewegungen. Und das werde ich jetzt mal machen. So Leute, nicht wundern, dass ich mich umgezogen habe. Ich hatte irgendwie ein bisschen kalt und der Pulli ist auch irgendwie, finde ich, mega schön. Deshalb habe ich den angezogen und ja. Ihr müsst jetzt auf Musical.ly gehen und ein Lied aussuchen, das am Anfang einen ganz normalen Takt hat, also ganz normal ist und gegen Schluss hat sich in Slow Motion wechselt. Ich hoffe, man hat es verstanden. Auf jeden Fall ein Lied nehmen, das am Schluss Slow Motion hat. Und dann müsstet ihr euch den Text am Anfang merken, was ihr dann sagen müsst. Das musste ich mir dann merken. Dann bin ich auf Kamera gegangen, also ganz normal auf Kamera. Und dann auf Slow Motion. Und dann habe ich das Ganze halt, muss ich so aufnehmen. Ich habe noch gezeigt, wie ich das gemacht habe, dass ich mich trotzdem sehe. Und dann habe ich gesagt, so back to what I was saying. Und dann bin ich gesprungen. Und das Ganze habe ich auch aufgenommen. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das bearbeitet. Erstmal geht ihr auf das Video. So sieht es bei mir gerade aus. Ihr seht, das Ganze ist gerade alles in Slow-Mo. Dann geht ihr auf diese drei Striche, wenn ihr ein iPhone habt. Dann seht ihr dieses Geraffelte, das könnt ihr erstmal das Weiße bis ganz Schluss machen, damit alles mal ganz normal abgespielt wird. Dann geht ihr an den Anfang, wo ihr halt anfängt zu sprechen. Bei mir ist es auf jeden Fall hier. Ich habe das jetzt halt so gekürzt. Und dann sollte ja das Springen in Slow-Mo sein. Dann holt ihr das Geraffelte wieder bis zum Sprung zurück, also das Weiße. Ich mache das jetzt mal.
So Leute, ich habe das Ganze jetzt gekürzt. Ich finde, es ist nicht so gut geworden, aber es ist okay. So. Dann habe ich das Ganze so abgespeichert, wie ich es halt bearbeitet habe. Und tut mir leid, dass meine Nägel so aussehen, aber ich hatte irgendwie keine Lust, sie zu machen. Dann geht ihr wieder auf Musical.ly, dann geht ihr auf das Lied und geht auf Video posten. Dann nehmt ihr aus der Bibliothek. Dann drückt ihr auf hier halt das Video. Dann lässt ihr das am Anfang so, es soll auch einmal sein. Und geht auf das Häkchen und das ladet dann. Dann geht ihr wieder zurück und kürzt das Ganze halt mit diesem roten Pfeil. Und ich kürze das ab bis zu meinem Sprung. Wenn es euch kurz nochmal ein. Dann könnt ihr das Musical.ly auch halt so bearbeiten, wie ihr wollt, halt mit Filtern oder Emojis, mit Hashtags. Dann könnt ihr das Musical.ly posten. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte es gut erklären, weil ich bin immer sehr schlecht im Erklären. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren und hier sind auch zwei weitere Videos verlinkt. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss!